Grüß Gott, meine Leute, und hiermit begrüße ich euch zu einem Commentary auf Swiss LP Together. Ja, ihr merkt gleich, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ein Commentary auf dem LP-Kanal oder noch ein Deutscher? Ich stelle mich erstmal vor, ich bin der Sebastian, komme aus Deutschland und bin 17 Jahre alt. Und ich finde es richtig, richtig geil, dass ich von euch hier ein Commentary auf Swiss LP Together machen darf. Ja, also ich bin momentan noch kein Kommentator, da mir einfach die finanziellen Mittel für die Konsolenaufnahme noch fehlen. Ja, aber was nicht ist, das kann ja noch werden, ne? Ne? Also, vielen, vielen Dank für dieses Commentary, das ich da bei euch hochladen darf. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch über das Thema Internet, Internetsucht und wie wir das Internet eigentlich nutzen. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, ne? Und zwar, ich möchte auch gleich mal damit anfangen. Und zwar, ich hatte gestern komplett die Krise. Warum? Weil unser Internet weg war. Ja. Hab fast mir Sorgen darum gemacht, weil ich musste einen Vortrag machen und wir machen in unserer Schule Vorträge mit PowerPoint und also PowerPoint-Präsentationen und ja, zu einer PowerPoint-Präsentation gehören halt natürlich Informationen aus dem Internet wie zu jedem Vortrag, Wikipedia und natürlich auch die Bilder. Tja, nur leider war einfach das Internet komplett weg gewesen, ne? Und ich habe wirklich mir gedacht, ja, was mache ich jetzt mit meinem Vortrag und danke. Englischlehrerin, Frau Lüno, vielen Dank, dass ich den Vortrag verschieben durfte auf nächste Woche. Ja, ich habe ja heute Internet, da wird das kein Problem sein. Aber mir ist mal aufgefallen, ein Tag ohne Internet und schon kriege ich hier die Krise. Und ich glaube, das ist nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen so, dass wenn schon ein Tag das Internet komplett weg ist, dass man hier schon mal durchdrehen kann. Und ja, also das ist mir extrem aufgefallen. Wir sind ja extrem internetabhängig, also sei es ein Schüler, sei es ein Erwachsener. Gut, Senioren und Kleinkinder sind jetzt nicht wirklich so internetabhängig, aber Erwachsene und Jugendliche, also ich gehe jetzt mal von Jugendlichen so Alter von 8 bis ja, 14 aus. Natürlich ab da Ältere noch mehr. Ja, die sind auch schon extrem internetabhängig und verbringen auch schon sehr viel Zeit im Internet. Also ich zum Beispiel verbringe täglich mit dem Internet ungefähr 3 bis 4 Stunden, ne? Also da ist das Zocken jetzt mit eingerechnet, weil ich spiele ja auch online. Und das ist einfach mal extrem, weil im Internet, das Internet wurde ja nicht entwickelt, damit wir irgendwie 360s, No-Scope across the Map machen können oder was auch immer. Der eigentliche Sinn des Internets war ja früher, Nachrichten schnell zu übermitteln. International und ja, das Wichtigste war, dass es schnell geht. Telefon war noch nicht so ausgereift, dass man jetzt mal schnell hier nach Amerika telefonieren konnte. Und was wurde das Internet erfunden? Zack, es ging. Tja, nur leider wurde das Internet, ich sag jetzt mal, missbraucht und es wurde immer, immer vergrößert. Tja, und heute hocken wir vorm PC oder vor der PlayStation. Das Internet für uns jetzt heute bedeutet, nämlich nicht, dass wir früher schnell oder weniger schnell Nachrichten übermitteln. Ja klar, das können wir jetzt auch über Facebook machen, aber dass wir jetzt einfach dieses Internet benutzen, um einen viel höheren Luxusstandard zu haben, dass wir den Luxus genießen können, den uns das Internet bietet. Stellt euch mal vor, die Kinder in Afrika, die kleinen Kinder, die haben kein Internet, die haben noch nicht mal einen Computer, noch keine Konsole, die haben gar nichts und die sind gar nicht damit gewohnt, mit dem Internet zu leben. Und das ist ein extremer Klassenunterschied zwischen uns, also zwischen uns und den afrikanischen Kindern zum Beispiel. Dass wir einfach jeden Tag 3 bis 4 Stunden im Internet verbringen, während die in Afrika, die in den Slums leben, einfach gar nichts haben. Die können mal nicht schnell hier in Facebook gehen und seinen Schulkameraden schreiben, wenn sie überhaupt in die Schule gehen, ja, was heute eigentlich auf war oder sowas. Und das ist eigentlich mal ein extremer Klassenunterschied, der dieses Internet eigentlich verursacht hat. Ja, was ich noch ein bisschen drauf eingehen möchte, ist, und zwar, für was benutzen wir das Internet eigentlich, außer fürs Zocken? Was hat es für positive Sachen jetzt? Ich meine, Zocken ist jetzt nicht negativ. Aber was ist positiv an dem Internet? Und zwar zum Beispiel durch dieses Internet werden meiner Meinung nach viel, viel, viel Arbeitsplätze geschaffen. Früher im 18. Jahrhundert hatten die Leute entweder Bauer, waren Krieger gewesen oder waren schlau und waren halt dadurch Ärzte oder waren zum Teil auch in der Regierung. Ja, heute im Internet hat eigentlich jeder eine Möglichkeit, irgendwas zu erreichen. Ne? Zum Beispiel, ich nehme es mal als Beispiel meine Mutter, die hat einen Internetshop. Und die hat wirklich, ich jetzt mal gedacht, ohne dieses Internet könnte die ihren Job nicht machen. Ich meine, sie hat einen Internetshop, die Leute kaufen übers Internet ihre Waren ein. Und sie
würde ohne das Internet nichts machen können. Und da hat sie auch schon wirklich sich Sorgen darum gemacht, nämlich was wäre passiert, wenn jetzt zum Beispiel nicht nur ein Tag unser Internet weg gewesen wäre, sondern 3 Tage. Sie hätte nicht gucken können. Wer hätte was bestellt, wo wohnt der? Sie hätte nichts versenden können. Und hätte dann vielleicht erst nach 3 Tagen das Paket losgeschickt, was vielleicht nochmal 2 Tage gedauert hätte. Und da denken sich die Leute, tja, ich kann ja auch irgendwo anders kaufen, da geht's vielleicht schneller. Tja, und es ist eine extreme, was es hätte zu einer extremen Geschäftsschädigung kommen können. Zum Glück ist es da jetzt nicht gekommen. Aber da sieht man auch wieder hier, wie abhängig wir vom Internet sind. Ist ein Tag mal das Internet nicht da, kann es sein, dass unser Geschäft schon extrem geschädigt ist. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht nur so bei Internetshops, sondern auch bei anderen Firmen, wie zum Beispiel, die sich wirklich mit Computern auskennen und die jetzt Computerberatung oder Systemberatung machen, für große Firmen Netzwerke bauen, wie zum Beispiel die Telekom oder so. Ohne das Internet würde es die Telekom nicht geben. Das weltweit größte Unternehmen im Internetbereich. Ja, denke ich zumindest mal. Es kann sein, dass ich mich jetzt irre. Aber das sind halt so die positiven Sachen, was ich halt denke, was dieses Internet auch fassen kann. Dass wir jetzt einfach Sachen können, ja, schnell mal hier, ich gehe mal kurz eBay, kauf dieses Buch. Früher hätte man Fahrrad schnappen müssen, hätte sich in den Laden fahren können und wenn man Pech hat, ist es noch nicht mal da, das Buch. Und meistens kann man im Internet auch die Sachen viel günstiger kaufen, die es jetzt zum Beispiel im Buchladen gibt. Ja, also das war jetzt mein erstes Commentary hier auf dem Kanal, auf dem Let's Play-Kanal. Wirklich nochmal vielen, 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 vielen Dank, dass ich das Commentary hochladen darf. Und ja, wie gesagt, schreibt mir Kritik drunter, was hätte ich besser machen können. Und bewertet das Video, wenn ihr wollt. Und wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, könnt ihr auch unter die Kommentare reinschreiben. Kommentarbox gehört euch. Und ja, wir sehen uns. Bis denne.